Wer Diabetes Typ 1 hat, muss täglich den Blutzucker überwachen und sich Insulin spritzen. Diese Stoffwechselerkrankung gehört in Deutschland zu den häufigsten bei Kindern und bricht schon im frühen Kindesalter aus. Dann zerstört das Immunsystem die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind, die sogenannten Langerhanschen Inseln. Heilbar ist Diabetes mellitus Typ 1 noch nicht. Forscher am Zentrum für regenerative Therapien Dresden, kurz CRTD, untersuchen, wie der Ausbruch der Krankheit verzögert oder ganz aufgehalten werden kann. Im Rahmen einer internationalen Studie sind sie dabei mit vielen weiteren Experten vernetzt. In der Forschergruppe Diabetes am Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, werden die Kinder, die an der sogenannten Prepoint-Studie teilnehmen, regelmäßig untersucht. Sie tragen ein hohes genetisches Risiko für Diabetes Typ 1 in sich. Das Immunsystem hat aber noch keine Antikörper gegen die insulinproduzierenden Zellen gebildet. Also in der Prepoint-Studie untersuchen oder nehmen Kinder teil, die einen erstgradig Verwandten mit Typ 1 Diabetes haben. Diese Kinder haben ein ungefähres Erkrankungsrisiko zwischen 30% und 50%. Und wir wollen mit der Studie untersuchen, ob man den Ausbruch der Erkrankung bei diesen Kindern verzögern bzw. verhindern kann. Das funktioniert bereits in Mäusen. Die Studie soll nun zeigen, ob eine Art Insulinimpfung auch beim Menschen erfolgreich angewandt werden kann. Die Daten gehen nach Dresden zu Ezio Bonifacio. Er ist der Sprecher der Studie und leitet am CRTD eine Forschungsgruppe für regenerative Diabetestherapien. Wir haben herausgefunden, dass in Kindern, die Diabetes entwickeln, das Immunsystem Insulin als fremd ansieht. Deshalb zerstört das Immunsystem die Zellen, die das Insulin produzieren. Unser Ziel ist es, dem Immunsystem beizubringen, Insulin nicht als Feind zu sehen. Dazu wird der Körper, wie bei einer Allergiebehandlung, behutsam an den Stoff gewöhnt. Die Kinder können das Insulin durch den Mund mit der Nahrung zu sich nehmen. Nun muss untersucht werden, welche Insulindosis am besten eine schützende Immunantwort hervorruft, um den Ausbruch der Krankheit zu verhindern. Wir wollen nicht das komplette Immunsystem stören, aber eine gezielte Therapie entwickeln, um die Reaktion gegen Insulin zu verhindern. Das Immunsystem weiß, dass durch den Mund oder die Nase aufgenommene Stoffe nicht angegriffen werden. Wir wollen das nutzen. Unsere Studie hat gezeigt, dass auch hohe Dosen sicher sind. Das ist super. Jetzt untersuchen wir, ob das Immunsystem wirklich gelernt hat, Insulin nicht anzugreifen. Diese Arbeit findet im Labor statt. Carsten Kretschmer ist Leiter der Forschungsgruppe zu Immuntoleranz bei Regeneration und Transplantation. Er und seine Mitarbeiter haben sogenannte regulatorische T-Zellen im Blick. Regulatorische T-Zellen sind wichtige Zellen des Immunsystems, die in der Lage sind, die Aktivität anderer Immunzellen zu unterdrücken. Unsere früheren Studien konnten zeigen, dass die Verabreichung von Insulin in präklinischen Mausmodellen für Typ 1 Diabetes zur Neubildung von regulatorischen T-Zellen führen kann und somit zur Unterdrückung der Autoimmunität gegen pankreatische Beta-Zellen. Zurzeit arbeiten wir an der Steigerung der Effizienz dieses Impfansatzes. Um zu klären, wie das Absterben der insulinproduzierenden Zellen verhindert werden kann, muss auch noch mehr über die Langerhanschen Inselzellen in Erfahrung gebracht werden. Stefan Speyer leitet die Forschungsgruppe zur Regeneration von Inselzellen und wendet dabei eine einzigartige Methode an. Das Besondere ist, dass wir uns die Langerhanschen Inseln in der lebenden Maus anschauen, dass wir über einen längeren Zeitraum hinweg in den Inseln die Zerstörung beobachten können beim Typ 1 Diabetes oder gegebenenfalls den Schutz von Therapieformen vor dieser Zerstörung beobachten können. Das Zentrum für regenerative Therapien Dresden wurde 2006 als Forschungszentrum der Deutschen Forschungsgemeinschaft gegründet und ist seitdem Exzellenzcluster der Technischen Universität Dresden.